willkommen zu unserem neuen Video. Tag Nummer 2 in Holland. Heute ist ein bisschen regnerisch, die ganze Nacht hat es geregnet, aber uns Camper stört es ja nicht. ist heute wieder sehr, sehr windig, kenne ich nicht anders von Holland, aber macht ja nichts. Ich gehe jetzt mal zu Amy, weil die Amy ist gerade beim Kinderwachsen. Dann schauen wir mal, was sie so macht. So, und hier ist jeden Tag, jeden Abend Animation. Echt schön gemacht für die Kinder. Und Emmy ist irgendwie dieses Jahr noch nicht so begeistert davon, aber schauen wir mal. Sie ist ja schon mal beim Basteln dabei. Freut mich. Schauen wir mal, was da nachher rauskommt. So, bei dem schlechten Wetter nutze ich die Zeit. Meine Mädels sind ja erst waren im Indoor-Spielplatz, dann haben sie gebastelt. Jetzt sind sie schwimmen und ich nutze die Zeit und muss meine Semesterarbeit noch fertig machen. Ja, das Studieren ist leider auch noch so da. Da sind wir in den Endzügen, da bin ich hoffentlich Ende Juli fertig. Dann haben wir nämlich das Gott sei Dank weg, weil das ist extrem ja, zeitaufwendig zu unserem oder zu meinem normalen Job. Zu der eigenen Firma und so weiter, ist das Studieren an der Abendschule noch etwas, ja. Wie gesagt, ich bin froh, wenn jetzt die 3 Jahre rum sind. Das ziehen wir jetzt noch durch. Genau. Und dann geht's, hoffe ich, dass das Wetter heute Mittag ein bisschen besser wird, weil dann können wir vielleicht doch noch draußen ein bisschen was machen. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Aber wir treffen uns vorab zum Essen. Wir haben euch ja versprochen, wir werden euch das ein oder andere Restaurant zeigen, wenn man schon hier ist. Gestern hatten wir ja, falls das noch niemand gesehen hat in dem Video oder das letzte Video noch nicht gesehen hat, so rum, vor lauter Schreiben, ja, egal. Falls das letzte Video noch keiner gesehen hat oder ihr noch nicht gesehen habt, gern mal reinschauen. Da haben wir Frikandel gegessen, ist ja. Ja, ich finde, es gehört zu Holland, Belgien dazu. Jetzt probieren wir heute einen kleinen Snack bei dem Restaurant neben dem Indoor-Spielplatz aus. Da gehen wir jetzt hin. Und wir haben fürs Waffelhaus für die nächsten Tage auch einen Platz reserviert. Da muss man nämlich reservieren. Das ist das einzige Restaurant, das man reservieren muss. Bei allen anderen kann man so hin. Ja. Regnen tut es Gott sei Dank nicht mehr, aber es ja, steht alles unter Wasser sozusagen und es windet noch, aber dann trocknet es schon schneller ab. Jetzt gehen wir mal Richtung Restaurant. Ich habe eine Tomatensuppe bestellt, die kostet 8,50 Euro, sieht aber sehr, sehr lecker aus. Du hast einen Avocadosalat genommen. Und meine Amy hat ihre Chicken Nuggets. Und dann tun wir einmal durchtauschen. Wir bestellen uns meistens immer 3 unterschiedliche Essen, so dass wir alles probieren können und durchtauschen können. Deine Überraschungsbox hat 9 Euro gekostet. Da war dann noch so eine Überraschung dabei in Pink. Und dein Salat hat 13 Euro gekostet, gell? Wie schmeckt der? Chicken Nuggets hast du ja gestern schon probiert. Das sind die besten, die du je gegessen hast, hast du gesagt? Ja, alle besten. Okay. Nur leider, ich wäre nicht das Süßsauer dabei. Nee, da war die Süßsauersoße von gestern nicht dabei. Die müssen wir mal gucken, ob wir die im Einkaufsladen finden. Getränke sind ein bisschen teuer, finde ich. Die kleine Apfelschorle hat jetzt 3,50 Euro gekostet und die Limonade 2 Euro. Also das ist ein bisschen teuer. Aber jetzt erstmal mal und dann geht's raus. Wird gespielt. Und? Tomatensuppe lecker, gell? Richtig. Selber gemacht. Also nicht, keine Tüten. Das schmeckt echt. Gut. Ja. Ja.
Emil, was machst du jetzt? So. Kevin versucht mal sein Glück. Emil sagt, Mama, heute Abend gibt's Fisch zum Essen. Schauen wir mal. Mara liegt 2-1 vorne. 2-1! Yeah! Wir haben 3 Rotaugen jetzt gefangen. Ja. Amy durfte mehr oder weniger auch schon helfen. Die hat mir mit dem Kescher geholfen. Jetzt tut sie nebenher. Das ist das Schöne hier. Kann sie auf dem Spielplatz spielen. Und wenn dann Fisch beißt, weil das ist ja eher Entspannung, das ist jetzt nicht so unser Amy ihr Thema, oder? Ja, meins eigentlich auch nicht. Ja, aber ich merke, du hast Spaß gefunden. Ja. Wird so langsam. Schauen wir mal, was wir noch alles fangen. Schön Amy ins Wasser nicht reinschmeißen. Jawohl. Zwei. Und jetzt ist die dritte. Und jetzt nochmal 3. Ja. Nach dem Fischen haben wir wieder gegrillt. Ich teste unseren Grill weiterhin. Und kann sagen, okay, bei Wind, wie schon in den anderen Videos, ist ein bisschen schwieriger, aber es klappt. Fleisch ist auch gut geworden, das haben wir ja hier im Supermarkt gekauft. War eigentlich echt okay vom Preis her. Mhm. Für die 4 Bolle 10 Euro, meinst du? Ja, das waren glaube ich, also ach, warte mal, ich habe es weggebracht, das waren glaube ich 6,50 Euro. Ah. Und deine Würste waren 3 Euro. Also es war eigentlich okay vom Preis her. Und wie gesagt, Grill sind wir am Testen. Fische haben wir freigelassen. Die schwimmen wieder. Wir haben jetzt mitgekriegt, da sollen auch Karpfen drin sein. Müssen wir vielleicht nochmal, wenn wir Zeit haben, ja, nochmal die Angel reinwerfen. Müssen wir mal gucken, je nachdem wie auch das Wetter ist. Jetzt kommt Gott sei Dank die Sonne wieder raus. Nur der Wind ist ein bisschen noch störend. Holland halt. Holland am Meer. Holland am Meer. Und wir sind auch schon kräftig am Planen, wo wir als nächstes hingehen. Wir werden auf jeden Fall wieder runterfahren, aber an der Küste entlang. Da kommt dann auch ein Video. Jetzt genießen wir erstmal das Fleisch. Year ago, but all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Tut mir leid, ich habe mein Handy vergessen. Normalerweise mit Herrn. Nicht gut. Nicht gut. So, wir sind jetzt im Waffelhaus. Haben reserviert, weil sonst hätten wir wahrscheinlich keinen Platz bekommen. Es füllt sich so langsam. Was hast du Gutes bestellt? Ein Brie-Käse. Mit karamellisierte Äpfelstückchen, Nüsse und Rucola. Auf einem Pfannkuchen. Ich habe ein Carpaccio genommen und die Amy hat einen Erdbeer-Nutella-Pfannkuchen genommen. Was echt schön war, es gab gleich, wo wir reingekommen sind, für Kinder was zu malen mit Stiften. Ist auch nicht, also in Deutschland zumindest nicht üblich. Das ist echt super nett. Jetzt lassen wir uns mal schmecken, oder? Ja. So, Waffelhaus war richtig, richtig lecker. Vom Preis her auch okay. Mal was Neues für mich. Klar, man sieht einen Pfannkuchen, ich glaube, dein Erdbeerpfannkuchen hat nachher 10 Euro gekostet. Aber es waren auch riesige. Also, ja, es sind große Pfannkuchen. Es sind große Pfannkuchen, wir sind alle satt geworden. Ja. Amy hat noch ein Eis. Oder wir haben auch ein Eis gegessen. Zusammen. Genau.
ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir werden jetzt, die Tage wird noch ein Fazit-Video rauskommen, weil wir haben ja von dem Campingplatz 2, 3 Videos gemacht. Und ich glaube, für die Leute, die keinen Bock haben, alle Videos anzuschauen, machen wir einfach ein Fazit-Video und machen eine Benotung, habe ich mir gedacht, wie wir den Campingplatz finden. Mhm. Da wird dann noch ein Video kommen. Wir wünschen euch schöne Tage. Ja. Bleibt gesund. Gesund. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.